Hallo liebe Camper, hier ein wieder mal schönes Abendvideo, vielleicht schön. Ihr seid wieder auf meinem Kanal gelandet in Dingesbühl. Ich möchte euch heute zeigen, was die Woche noch bei uns alles so passiert. Ich würde euch jeden Abend den Schritt dafür weiter zeigen. Da haben wir ein kleines, größeres Projekt und schauen wir mal in die Werkstatt. Dazu kann ich euch ein bisschen mehr erklären. Bis gleich. Ja, hier steht er. Ein super schönes Fahrzeug von Karthago. Also muss ich wirklich sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Also der macht richtig, richtig Laune. Jetzt muss ich mal gucken, den einzufangen. Der schaut richtig schick aus, das Auto. Also ich bin sehr begeistert von dem Fahrzeug. Ist sicherlich ein kleiner Liner, würde ich schon fast sagen. C-Line. Also schaut richtig klasse aus. Mir gefällt er richtig gut. Von der Firma Karthago. Was machen wir an dem Fahrzeug alles? Also wir haben hier einiges vor bei dem Fahrzeug. Wir möchten hier definitiv mehr Autarkie erreichen. Ich blende euch auch mal das Dach ein, weil auch da werden wir richtig fleißig werden. Der Kunde kriegt hier eine schöne Solaranlage noch zusätzlich. Ihr seht, hier haben wir schon ein paar Platten verbaut, aber da soll nur ein bisschen was drauf. Weil, ja, ein bisschen Platz gibt es da noch. Und das muss man natürlich entsprechend ausnutzen. Und dazu bekommt er dann auch noch zwei Lithium-Akkus. Und jetzt schauen wir mal auf den Zettel, nicht, dass ich irgendwas vergesse. Der Kunde möchte eine Super B, zwei Super B und eine schöne Solaranlage. Natürlich Super B mit allen möglichen Computern auch dementsprechend versehen, damit man auch immer schön gucken kann, was hier passiert. Ihr seht, Mercedes Sprinter Basis, sehr schönes Fahrzeug. Was mir hier wieder gefällt, oben die ganzen Schränke, also richtig schick, also schaut richtig klasse aus. Ihr seht schon, hier haben wir schon einen Haufen Displays, da wird nur ein bisschen was dazukommen. Ich gehe mal geschwind außen rum, dann sehen wir das in live. Einmal schwuppdiwupp rum. Oh, Rux. Und zwar haben wir hier ja schon ziemlich voll. Machen wir mal Lichter herin. Zack. Haben wir hier ja schon ziemlich voll. Also da ist kein Platz mehr, weil Wechselrichter ist schon verbaut. Hier haben wir die alte Heizung, das Display. Hier haben wir das Karthago Standard Display. Dann haben wir hier die Satellitenschüssel, also das ist hier schon ziemlich voll. Jetzt haben wir uns mit dem Kunden entschieden, wir machen den Super B-Computer hier auf der Seite hin, weil da schaut er richtig schick aus. Und da bekommt er eben zweimal die Super B verbaut. Da freuen wir uns auch schon wieder drauf. Das wird richtig klasse, das Projekt. Und ja, dann eben noch die Solaranlage. Dann noch ein paar Kleinigkeiten dazu. Also das wird richtig geschickt, was wir hier wieder machen. Den Fahrradträger montieren wir auch noch. Der ist in der Garage, einer zum Verschieben, das zeige ich euch noch. Mercedes ist halt Mercedes, gell? Der schaut halt einfach ein bisschen anders aus, das Thema. Also das ist schon geschickt. Gefällt mir schon sehr gut. Muss ich schon sagen. Also ist schon echt eine tolle Sache. Und das Auto als solches ist natürlich echt schön. Sehr gemütlich, muss ich sagen. Schaut sehr, sehr schön aus, sehr schick. Man hat viel Platz, also ist schon ein richtig schönes Auto. Das macht richtig Spaß. Ja, genau. Also, das verbauen wir hier alles. Und da nehme ich euch natürlich wieder mit. Da machen wir morgen dann gleich wieder ein Fortschrittsvideo. Zum nächsten verbauen wir hier auch noch, nein, hier nicht, sondern beim nächsten Fahrzeug unten, da habe ich nochmal einen unten stehen, den werden wir auch morgen Mittag raufholen. Da zeige ich euch morgen Abend, wie es weitergeht.
weil der kriegt auch einen sehr großen Umbau mit allem drum und dran. Und da werden wir auch dementsprechend nur ein kleines Video drüber machen. Das ist jetzt schon mal die Vorankündigung, was bei uns so passiert hier in Dinkelsbühl. Und heute haben wir noch ein anderes Fahrzeug fertig gemacht. Und zwar war das ein Detlefs. Genau, da haben wir wieder umgebaut aus der Schweiz. Ich grüße die Schweiz. Da haben wir umgebaut ein von Tauchpumpe auf Druckpumpe und eine Außendusche. Und morgen kriegt er noch eine Supersense. Mal schauen, vielleicht kann ich da morgen auch noch einen Ausschnitt dazu reinholen, weil der war vorher bei WCS, hat sich da einiges einbauen lassen. Toller Einbau, muss man wirklich sagen. Und da werde ich euch auf alle Fälle nochmal dazu holen. Ja, hier haben wir in unserer Werkstatt ein bisschen was verändert. Ihr seht's, guckt mal, wir haben schönes Licht. Also das ist, haben wir hier mal angefangen, damit es hier im Winter richtig hell wird. Es ist gigantisch, was das ausmacht. Also ich muss wirklich sagen, hätte ich nie gedacht, dass das so viel ausmacht. Es ist einfach der Hammer. Also hier kann man jetzt wirklich schick arbeiten, weil letztes Jahr haben wir hier im Dunkeln ja immer so ein bisschen eine Gruft gehabt. Und das bin ich jetzt froh, dass sich das ein bisschen verändert. Also da sage ich ganz, 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 ganz lieben Dank an mein fleißiges Helferchen, weil das muss alles immer nebenbei passieren. Das Tagesgeschäft kann deswegen nicht aufhören und das ist schon eine Riesennummer. Und ja, da draußen haben wir auch schönes Licht gekriegt in unserer noch Chaos-Werkstatt. Da wird sich auch noch einiges verändern. Da sind wir dran. Ich habe jetzt auch für neben die Halle nochmal einen Container bestellt, damit wir hier ein bisschen mehr Lagerraum haben und hier ein bisschen mehr Platz haben. Und ja, heute habe ich auch tolle Bewerbungsgespräche geführt, heute Abend, muss ich wirklich sagen. Und ein toller Mitarbeiter war hier, wo ein bisschen Probearbeit gemacht hat. Und ich glaube, es wäre wirklich ein Gewinn für unsere Firma. Und das wäre richtig toll. Freue mich auch schon drauf. Und dann kommt, ich glaube, Ende der Woche noch einmal jemand. Da freue ich mich auch drauf. Und dann haben wir noch einmal Bewerbung offen. Also es passiert jetzt richtig was. Ich habe euch ja versprochen, wir geben Gas. Wir gucken, dass wir da ein bisschen was bewegen können. Und damit wir da in unserer Termindurchsetzung ein bisschen schneller werden. Ich weiß, es ist ein leidiges Thema. Doch, der Tag hat nur ja, 24 Stunden und irgendwann muss man doch nur ein bisschen schlafen. Also, in dem Sinn, ganz lieben Dank schon mal und ja, bis gleich. Ja, das ist in unserer Werkstatt so los zurzeit, sprich heute und die Woche. Wir haben zwei große Projekte und nur ein paar Kleinigkeiten wie heute. Haben wir nur ein bisschen Luft gelassen, weil heute war der T6 noch mal kurz da. Da musste man nur ein bisschen nacharbeiten. Da waren zwei, drei Sachen, wo den Eigentümer nicht ganz so gefallen haben. Gut, da musste man noch mal Hand anlegen, weil eine Gasleitung, das stimmt, das war ein bisschen blöd. Die war ein bisschen im Weg. Das haben wir nicht gleich so überrissen. Und eine Wasserleitung, aber jetzt, glaube ich, wird er hoffentlich zufrieden sein. Würde mich sehr freuen drüber. Und ja, so gehen die Dinge eben, da müssen wir uns auch immer ein kleines Fenster lassen und eine kleine Luft lassen, weil, ja, ich sage es auch immer wieder dazu, auch uns passieren mal Kleinigkeiten, wo man immer wieder mal nacharbeiten muss, das bleibt nicht aus. Und die Woche ist auch wieder richtig was los. Dann war heute eben, wie vorhin genannt, der Schweizer nochmal da aus der Schweiz, ein guter Kunde, wo wir ein bisschen was gemacht haben, da machen wir morgen noch gleich nebenbei den Rest. Und dann ist ein Mitarbeiter im Urlaub, also wir arbeiten mit halber Kraft die Woche, aber trotzdem zwei große Projekte. Gerade sind nur aktuell zwei Mann am Start, aber das kriegen wir hin, da bin ich guter Dinge. Falls euch das Projekt natürlich interessiert, wie es weitergeht, dann fleißig abonnieren, fleißig ein Like nach oben, freue ich mich immer drüber. Und bitte vergesst, ich weiß, ich habe schon gesagt, ich habe auch das Video extra rausgedonnert, weil ich bin jetzt ein bisschen hartnäckig. Vergesst unsere Spendenaktion nicht.
Die läuft immer noch. Kontonummer blende ich nochmal ein. Ich würde mich wahnsinnig freuen und ich muss mich auch nochmals ganz, ganz herzlich bedanken. Auf das letzte Video hin sind schon etliche Einzahlungen wieder gekommen. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ihr seid einsame Spitze. Das ist echt top, was da passiert. Und da sieht man, dass die Camper, ich bin überzeugt davon, dass die Camper einfach tolle Menschen sind und eben die anderen auch nicht in den Stich lassen. Und dafür echt mega, mega lieben Dank. Das ist echt toll, was ihr da bewegt. Und ich dürfte das Ganze auch weitergeben. Wir runden natürlich das Ganze auch nochmal auf eine schöne Summe auf. Da habe ich ja dazu gesagt, das verspreche ich auf alle Fälle, dass auch wir noch einiges in den Topf reingeben. Und von euch würde ich auch noch mich über 5 bis 10 Euro freuen, wenn er das bitte nochmal beherzigt. Ich sage schon mal ganz lieben Dank dafür. Ich weiß, ich gehe euch da ein bisschen auf den Keks, aber da bin ich ein bisschen hartnäckig. Das ist wichtig und ich finde, den Leuten da unten muss man wirklich helfen. Ich habe letztens wieder die Bilder gesehen. Ah, fürchterlich, also fürchterlich. Egal, ich freue mich drauf und sage schon mal vorab ganz, ganz lieben Dank. Und ja, das war's eigentlich. Ich darf mich bedanken und verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut. Kommentare nicht vergessen. Ich freue mich drauf. Bleibt's gesund und schöne Grüße aus Dinkelsbühl. Ciao, ciao.